Eine Slot Machine von Bally, Modell 21. Okay, and that's it. Finally open. Was kann man festhalten mal? Zum einen mal, das war verschraubt, verschlossen. Der ganze Automat war dicht, haben wir aufgebohrt, haben wir gesehen. Der Zustand, ja, ist natürlich, weiß ich gar nicht, ob man das überhaupt auf der Kamera hier so einfangen kann. Also der Zustand ist natürlich echt übel. Richtig übel. Dieses Gerät ist 1977 hergestellt worden. Eben wie gesagt vom Hersteller Bally. Das heißt, es hat jetzt da bis dato sage und schreibe 43 Jahre auf dem Buckel. Ich würde sagen, das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer. Und die Frage ist natürlich, was funktioniert nach den 43 Jahren überhaupt noch? Angeboten ist das Gerät worden als Kellerfund. Keine Ahnung, keine Peilung, keine Funktionsüberprüfung, gar nichts. Nimm es mit oder schmeißen wir es weg. Ob es funktioniert oder nicht, werden wir dann sehen. Oder was noch funktioniert von den ganzen Features. Grundsätzlich ist es wirklich ein tolles Artwork. Muss man schon sagen, gelungen. Und für 70er Jahre ist das schon, ist das schon nicht schlecht. Also da sieht man schon mal, da fehlt ein Schloss. Normalerweise haben die an dieser Stelle ein Reset-Schloss. Das fehlt schon mal. Ja. Woran es nicht fehlt, ist jede Menge Zeichen der Zeit, formulieren wir es mal so. Das Chrom hat auch schon mal besser ausgeschaut, ganz klar. Das gleiche gilt natürlich hier für den Arm dieses Banditen. Also der Arm ist arm dran. Da haben wir unser aufgebohrtes Schloss, damit wir überhaupt das Gerät aufmachen können. Und wie das ganze Teil ausschaut. Da werfen wir jetzt mal einen Blick rein. Okay. Was auf jeden Fall mal sofort ins Auge sticht, dass der Münzprüfer oder CoinMac wieder mal fehlt. Das ist grundsätzlich eine sehr gängige Eigenschaft bei den alten Geräten, ob das Flipper oder Dart oder Jukeboxen, whatever sind, also das wird meistens rausgenommen oder ist rausgenommen worden. Warum, kann man natürlich nur spekulieren, nicht unbedingt, weil die Währung umgestellt worden ist, sondern weil, wenn die Geräte einfach weggestellt worden sind, entsorgt worden sind, was immer, die Münzprüfer selbst hat man ja jahrelang brauchen können. Hier unten der Hopper. Und natürlich das Walzenwerk an sich, wo fraglich ist, ob das überhaupt noch funktioniert oder nicht. Sehr auffällig, wenn man schaut, hier oben ist in der Glasscheibe Fenster drin zum Sehen, 450, das ist jetzt kein Gewinn, sondern 450 Spiele hat man noch, 450 Mal kann man noch den Hebel ziehen. Das ist ja für einen Gerätefund unüblich, 450. Das lässt vermuten, dass zuletzt das Gerät einfach ohne Münzprüfer auf, freies Spiel gestellt worden ist.
Ganz wichtig, wenn ihr euch eine Slotmaschine, irgend so etwas Antikes oder auch was Moderneres anschaffen wollt, ganz wichtig bei solchen Modellen, achtet unbedingt darauf, dass die Gläser ganz sind. Kaputte Glühlämpel oder ein fehlender Münzprüfer, das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn die Gläser kaputt sind, dann habt ihr schon ein Problem. Und zum einen ist die Frage, kriegt ihr sowas? Und wenn ihr sowas kriegt, was kostet es? Weil diese Gläser gibt es eigentlich so nicht mehr irgendwie aus einem Ersatzteillager zum Bestellen, sondern diese Gläser kriegst du entweder, wenn jemand ein Gerät schlachtet, weil es kaputt ist. Ansonsten schwierig, schwierig, dass irgendwo jemand solche Ersatzteile hat. Und wenn jemand ein funktionierendes Gerät hat, gibt er euch bestimmt nicht einfach so das Glas raus. Selbst in den USA oder in England, wo es deutlich mehr von diesen Geräten noch gibt und gepflegt werden, werden solche Gläser wie hier oben oder auch vorne in der Tür schon mal mit 70 Euro aufwärts bis 200 gehandelt. Also ganz wichtig, die Gläser müssen schon in einem tadellosen Zustand sein. Das Glas ist jetzt mal rausgenommen. Das Glas ist, wie gesagt, Gott sei Dank ganz. Das war aber auch die Voraussetzung, um die Maschine überhaupt zu kaufen. Und was wir hier mal auf den ersten Blick sehen, es fehlen alle Lämpchen. Kein Problem, das werden ganz normale Standardlämpchen sein. Es ist eine Flipperlampe, die da reinpasst. Müsste die Nummer 44 sein, die GE44 oder N44. Ganz eine bekannte kleine Metallsockel-Flipperlampe. Hier oben kann man die ganze Technik nach vorne klappen. Ja, schwer ist es, anständig schwer. Und hier sehen wir jede Menge Magnete, Magnetspulen, das ganze Zählwerk, Relais, um das Game überhaupt zu steuern. Ein paar Etiketten fehlen, wenn wir Glück haben, liegen die hinten drin. Zumindest fehlt auf den ersten Blick mal nichts. Kabel und so weiter muss man überprüfen. Hier, wie gesagt, sieht man die 450. Ja, dann schauen wir weiter. Jetzt ist natürlich die große Frage, was funktioniert, was leuchtet und was macht der Automat, wenn man einschalten? Ehrlich gesagt, bei solchen alten Geräten prüfe ich zuerst immer, ob überhaupt mal die Erdung funktioniert. Erdung wäre mir schon recht, wenn es einigermaßen in Ordnung ist. Vor allem, das ist ja doch 43 Jahre alt, das gute Stück. Im Prinzip keine große Hexerei. Man nimmt einfach hier mal den Stecker. Das ist, wie gesagt, das originale Kabel, das hier rauskommt. Wird irgendwann einmal umgerüstet worden sein, denn es ist ja ein amerikanisches Gerät. Und um die Erdung zu überprüfen, machen wir das einfach mit einem Multimeter. Es gibt ruckzuck Klarheit. Wir prüfen einfach den Durchgang zwischen Gehäuse, und Erdungspin am Stecker. Ich glaube, das schaut wirklich gut aus. Ja. Die Erdung funktioniert, das ist wichtig, vor allem für den Eigenschutz, wenn wir hier früher oder später was montieren müssen, und das wird definitiv der Fall sein, dann können wir sicher sein, dass wir eine kleine Gewicht kriegen. Und ich würde sagen, wir fackeln da nicht lang rum, wir stellen das gute Gerät jetzt mal an und schauen, was noch läuft.